Hör mir zu, es gibt etwas, wofür ich mich entschuldigen muss. Apologize? Hä? Entschuldigen? The reason you were in prison there, it's because of us. Der Grund, warum du dort gefangen genommen wurdest, es war wegen uns. If we weren't chosen by the mastermind, you wouldn't have ended up like this. Wenn wir nicht vom Mastermind ausgewählt worden wären, dann wärst du dort auch nicht gefangen gewesen. Wobei sie dann aber auch vielleicht schon lange tot wäre. Das gab ihr ja auch so ein bisschen Sicherheit, oder? Ich meine, besser dort zu leben, als gar nicht zu leben. Huh? What do you mean? Was meinst du damit? You aren't the only prisoner in Toa. With you is everyone who is relevant to our classmates. Du bist nicht die einzige Gefangene in Toa. Zudem sind es noch alle, die unseren Klassenkameraden wichtig waren. In order to make us commit murder, damit wir die Morde begehen, the mastermind abducted people relevant to us and tried to use them as a motive. Hat der Mastermind Leute, die uns wichtig waren, entführt und versucht, sie als ein Motiv zu nutzen. Ja, das war in Kapitel 1 unter anderem. We managed to stop it before it got that far, but the theme was killing among loved ones. Wir haben es geschafft, das zu stoppen, bevor es so weit gekommen ist, aber die Thematik war, Geliebte umzubringen. Ja. The mastermind was going to force us to watch you kill each other, to make us really lose all hope. Der Mastermind wollte uns zwingen, zuzuschauen, wie ihr euch alle gegenseitig umbringt, damit wir alle unsere Hoffnung verlieren. Das ist das, wovon ich geredet habe. Das war das Video. Da sehen wir Komaru, Makotos Vater und Makotos Mutter, beziehungsweise Komarus Vater und Komarus Mutter. Die wurden alle, ja, damals schien es umgebracht, aber nein. Komaru ist zumindest noch am Leben. Jetzt habe ich gar nicht übersetzt, verdammt. Aber das war nur der Anfang. Der Mastermind hat etwas deutlich Grausameres geplant. In the end, the mastermind was swallowed by the despair, and that motive was left unused. Letztendlich wurde der Mastermind von der Verzweiflung verschlungen und das Motiv wurde nie genutzt. But even after that, I was still in prison. Aber selbst danach war ich immer noch dort gefangen. Probably the doings of the remnants of despair. Trying to succeed the Mastermind's will. Das waren wahrscheinlich die Remnants of Despair, die versucht haben, den Willen des Masterminds durchzusetzen. Und jeder, der Danganronpa 2 kennt, sollte in etwa wissen, was es damit auf sich hat. Because of them, we were totally in the dark about where the captives were being held. Wegen ihnen wussten wir nicht, wo die Gefangenen gefangen gehalten wurden. But a few days ago, Future Foundation received an anonymous tip. Aber vor einigen Tagen hat die Future Foundation eine anonyme Information bekommen. We were told captives from the Killing Gang were being held in a certain apartment in Toa City. Uns wurde gesagt, dass Gefangene aus dem Killing Game in einem bestimmten Apartment hier in Toa City gefangen gehalten werden. So that's why Byakuya and the others were at my apartment. Also deswegen waren wohl Byakuya und die anderen bei meinem Apartment. Aber das heißt dann ja wohl auch, dass dort noch andere waren, oder? Aber wegen diesen Gören und deren Maschinen? The plan for saving the captives was scrapped. And even Master, the protagonist, was captured. Mussten wir leider den Plan aufgeben und sogar Meister, der Protagonist, wurde gefangen genommen. Ist jetzt Byakuya der Protagonist oder was? Was ist hier los? Makoto, you've already heard the ones causing the riots here are Monokumas, right? Makoto, du hast bereits gehört, dass diejenigen, die für die Aufstände hier sorgen, Monokumas sind, richtig? So, did you figure out what the deal is with these Monokumas yet? Also hast du bereits herausgefunden, was mit diesen Monokumas los ist? No, we still haven't figured that out. Nein, das haben wir noch nicht herausgefunden. Huh? Jeez, Future Foundation's useless. Hä? Die Future Foundation ist echt nutzlos. Bist du nicht Teil der Future Foundation? Aber okay. The Monokuma riot starting at the exact same time as the rescue operation. Strange. Dass die Monokumas genau dann aufgetaucht sind, als die Rettungsmission angefangen hat. Seltsam. Like I said, it's no coincidence. It's conspiracy. Someone's setting up Future Foundation. Wie ich gesagt habe, es ist kein Zufall. Es ist eine Verschwörung. Jemand geht gegen die Future Foundation vor. Then that would mean the tip was a trap.
using the captives as bait to lure us there. Also würde das bedeuten, dass die Information eine Falle war? Sie haben die Gefangenen genutzt, um uns hierher zu locken? Das könnte gut sein. Das wird auf jeden Fall passen. Die Gefangenen sind nicht nur ein Köder. Sie sind Ziele für das Massaker-Spiel, das die Gören spielen. Massaker-Game? Massaker-Spiel? They make hunting and killing the captives part of their little game to taunt us. Sie jagen und bringen die Gefangenen um, als Teil ihres Spiels, um uns zu verhöhnen. Wait, does that mean the captives are the ones wearing wristbands like mine? Moment, soll das heißen, dass die Gefangenen diejenigen sind, die solche Armbänder tragen wie ich? Ja, erinnert euch zurück an Yuta und den Vater von Chihiro. Beide hatten ein solches Armband. Genauso wie auch die Mutter oder große Schwester von Yasuhiro. Then Yuta and Hiroko and that man with the computer, they're all captives? Also sind dann Yuta und Hiroko und dieser Mann mit dem Computer, sie sind alle Gefangene? Yes. There are people close to us. People who were imprisoned in Toa, just like you. Ja, sie sind Leute, die uns nah waren. Leute, die in Toa gefangen waren, genauso wie du. Komaru, what you just said. Is it true? You're involved in this massacre game too? Komaru, was du gerade gesagt hast, stimmt es wirklich? Du bist ebenfalls in diesem Massaker-Spiel involviert? Yeah. They put a wristband on me and now I'm being chased by these weird kids. Ja, sie haben mir dieses seltsame Armband gegeben und jetzt werde ich von diesen Kindern verfolgt. Das And one of the brats who started this sick game said something interesting earlier. Und eins dieser Kinder, das dieses Spiel angefangen hat, hat etwas Interessantes vorhin gesagt. Something about Big Sis Junko. Etwas über die große Schwester Junko. Junko? You mean Junko Enoshima? Junko? Du meinst Junko Enoshima? Ich will jetzt keinen großen Spoiler raushauen, ihr solltet Danganronpa 1 alle gesehen haben. Aber Junko war natürlich der Mastermind hinter dem Killing Game in Danganronpa 1. Und auch in Danganronpa 2 war sie durchaus noch wichtig. Junko Enoshima? Junko Enoshima? She's the mastermind behind the school. No, she's the mastermind behind the tragedy itself. Okay, da habe ich jetzt nicht groß was gespoilert, wenn er uns das hier ebenfalls sagt. Sie ist der Mastermind hinter der Schule. Nein, der Mastermind hinter der gesamten Tragödie. And she has huge boobs. Und sie hat große Titten. Ich weiß nicht genau, warum das jetzt dazugehört, aber stimmt. Big boobs too? Auch noch große Titten? Junko Enoshima is known as the true ultimate despair. Junko Enoshima ist als die wahre ultimative Verzweiflung bekannt. She was our former classmate. Sie war unsere frühere Klassenkameradin. Aber hast du nicht gerade gesagt, dass ihr den Mastermind bereits besiegt habt? Yes. Junko Enoshima is dead. But it seems her memory is still alive and well. Ja, Junko Enoshima ist tot, aber es scheint, als wären ihre Erinnerungen immer noch am Leben. Even in death, Junko Enoshima continues to influence the remnants of despair. Selbst nach ihrem Tod beeinflusst Junko Enoshima immer noch die Remnants of Despair. She's become a martyr to them. Now she's even more trouble than when she was alive. Sie ist eine Art Märtyr für sie geworden. Sie ist jetzt sogar noch problematischer, als wenn sie am Leben war. It's like they worship her. Like some big-chested despair goddess or something. Es ist, als ob sie sie vergöttern würden. Wie eine Art großbrüstige Verzweiflungsgöttin oder so. Das ist eine gute Zusammenfassung auf jeden Fall. We did defeat her at Hope's Peak Academy, but, well, lately, I've been thinking. Wir haben sie bei Hope's Peak Academy besiegt, aber nun, in letzter Zeit habe ich nachgedacht. Sie muss das von Anfang an vorhergesehen haben, diese Möglichkeit. Wenn ich euch so zuhöre, ich kann gar nicht glauben, dass es alles echt ist. Ja, ihre großen Titten sind auf jeden Fall echt. Sicher? Nein, nicht dieser Teil.
but I get why you think this is all just fiction. Crazy kids are killing adults, you know? Aber ich verstehe, warum du glaubst, dass das alles nur Fiktion ist. Verrückte Kinder, die Erwachsene umbringen, weißt du? Yeah. Things are just so messed up here. Ja, hier ist alles einfach so verdammt verrückt. Makoto, hurry up and get over here. Makoto, beeil dich und komm hierher. Because of the wristband, I can't get out of the city. If I leave without permission, it blows. Wegen diesem Armband kann ich nicht aus der Stadt raus. Wenn ich ohne Erlaubnis die Stadt verlasse, dann explodiert es. But Future Foundation can remove the wristband, right? So please come save me. Aber die Future Foundation kann das Armband abmachen, richtig? Also bitte, komm und rette mich. Komaru. Komaru. You can't. Du kannst es nicht. I can't. Can't what? Hä? Ich kann es nicht? Was kann ich nicht? Why do you think they're holding Master hostage? They don't want Future Foundation to interfere. Was glaubst du, warum sie Meister gefangen halten, hä? Sie möchten nicht, dass die Future Foundation hierher kommt. Like taking hostages during a bank robbery. Master Byakuya is being used as a deterrent. Wie wenn man während eines Banküberfalls Geiseln nimmt. Sie nutzen Meister Byakuya als eine Art Abschreckung. Was bedeuten würde das, wenn die Future Foundation in diese Stadt kommen würde? Dann wäre Meister... Dann wäre er wahrscheinlich tot. Also, das ist keine Option. Then Future Foundation won't come save us? Then what am I supposed to do? Also wird die Future Foundation nicht kommen, um uns zu retten? Was soll ich dann tun? Didn't I already tell you? There's no other way. You have to fight against those kids. Hab ich's dir nicht bereits gesagt? Es gibt keine andere Möglichkeit. Du musst gegen diese Kinder kämpfen. Get rid of them and you can save yourself and Master. Werd sie los und du kannst dich selbst retten und auch Meister. Das ist unmöglich. Also ganz ehrlich, wenn die gesamte Stadt voll von denen ist, dann ist das wirklich nahezu unmöglich. No, it isn't. You have Master's gun. And I'm with you too. Nein, das ist nicht unmöglich. Du hast die Waffe von Meister und ich bin ebenfalls an deiner Seite. Aber ich kann nicht mehr länger. Ich kann mir das nicht mehr länger antun. Future Foundation or Hope's Peak. I'm just a normal girl who can't do anything. Ich bin nicht von der Future Foundation oder von Hope's Peak. Ich bin nur ein normales Mädchen, das nichts tun kann. Komaru. Komaru. Makoto, please, I'm begging you. Come save me. Hurry, please. Makoto, bitte, ich flehe dich an. Komm und rette mich. Beeil dich, bitte. I told you, you can't. If they come here to rescue you, Master will be executed. Ich hab dir gesagt, du kannst es nicht tun. Wenn sie herkommen, um dich zu retten, dann wird Meister umgebracht. Makoto, you better not come, if you even try it. Makoto, du kommst besser nicht hierher, wenn du es auch nur versuchen solltest. I will kill your sister. Ich werde deine Schwester umbringen. What the hell? Umbringen? Toko, calm down. Toko, beruhig dich. Und das Signal ist weg. Makoto! Ja, so viel dazu. Das hat uns nicht wirklich geholfen. Makoto, hey, was ist passiert? Was ist das? Warum ist es auf einmal... Out of battery. No, it can't be. That must mean... Keine Batterie mehr? Nee, das kann nicht sein. Dann müsste das bedeuten, dass... They found us? Sie haben uns gefunden? Oh oh. Das hört sich nicht gut an. Wir müssen hier weg. Oh, oder? Wir sollten auf jeden Fall aufpassen. Denn es gab schon in letzter Zeit genügend Opfer hier. Was? They're going to trap us. We gotta hurry and get out of here. Sie wollen uns hier gefangen halten. Wir müssen uns hier beeilen und rauskommen. But I haven't finished talking to my brother. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich möchte weiterreden mit Makoto. We can't get through anymore. And it doesn't matter anyway, no matter how much you talk.
Wir können uns nicht mehr verbinden. Und es ist egal. Egal, wie lange du mit ihm redest. Solange Meister gefangen genommen wird, kann die Future Foundation nicht hierher kommen. Aber wenn es Makoto ist... Oh oh. Was? Stromausfall? Wer war das? Teru Teru? Ah ja, stimmt. Toko hat ja Angst vor der Dunkelheit. Es ist dunkel? Was geht hier vor sich? Toko, calm down. Don't panic. Toko, entspann dich. Gerade nicht in Panik. I am calm. I've just been taking too many deep breaths. That's it. Just lightheaded. Ich bin total ruhig. Ich habe einfach nur zu viel geatmet, zu viel durchgeatmet. Das ist alles. Einfach ein bisschen leichtköpfig. Ja, sie ist total in Panik. It's fine. We just gotta get out of here. Hurry, or I'll stretch your cheeks out like rubber. Okay, komm, wir müssen uns beeilen und hier rauskommen. Got it. Verstanden. Okay, aber... Ich sehe wirklich... Alter, ich sehe fast gar nichts. Selbst auf meinem PC sehe ich fast nichts. Kann ich irgendwie mit der Detect-Fähigkeit ein bisschen was sehen? Ich sehe... Also, ich weiß nicht, ob ihr besser sehen könnt, aber ich sehe nur Komaru. Mehr nicht. What the hell? Was ist das? Einfach eine Dose? Warum... Läuft jetzt weg. Oh, hier so ein Leuchtstab. Das hilft zumindest. I'm sure she knows how to get out of this place. Let's try following her footprints. Wir können ihre Fußspuren sehen. Das ist schon mal ganz gut. Ah, wegen der Farbe. Ich wollte gerade sagen, ist das nicht ein bisschen seltsam? Aber wegen der Farbe können wir ihre Fußspuren sehen. Und da ist sogar ein Geschenk. Dort hinten irgendwo. So dark. Let me out already. Wo ist es hin? Ah, hier. Aber... Moment mal. Müssten wir nicht einfach nur die Treppe runtergehen? Aber dann müssen wir hier Ewigkeiten unterwegs sein. Bin ich noch auf dem richtigen Weg? Ich sehe keine Fußspuren mehr. Boah, Leute, ich sehe echt überhaupt gar nichts. Es geht hier irgendwo lang. Ne, ich bin hier schon auf dem richtigen Weg. Warte mal, jetzt hier lang? Machen wir mal so. Also wenn uns jetzt ein Monokuma angreift, na dann gute Nacht. Da hätte ich echt keinen Plan, was wir tun sollen. Ja? Na hier. That surprised me. I thought it was a Monokuma. Nicht nur du. Also wir sollten ja auf jeden Fall aufpassen, aber... Wenn hier keine Gegner sind, dann ist es gar nicht mal so schwer. Was haben wir hier? Hier liegt irgendwas auf dem Boden. Hör, wie komme ich da ran? Hä? Ja, so auf jeden Fall nicht. Warte mal. Ging nicht hier auch die Fußspuren entlang? Oder täusche ich mich gerade? Das Kind kann da rüber klettern, oder was? Und ich nicht? Ah, Komaru, du bist echt manchmal etwas nutzlos, aber okay. Gott, wenn du da bist, kann ich wirklich eine Flashlight. Komme ich jetzt irgendwie... Hier... Da lag doch was. Ja, so kommen wir anscheinend nicht dorthin. Ich hänge immer an der Kleinigkeiten hier fest, Alter. Oh, Alter, hat mich das erschreckt. Oh, Alter. Wo sein... Da, man sieht es zumindest ganz gut an dem Auge. Also ich kann hier wirklich kaum was sehen, ey. Muss ich die Helligkeit meines Bildschirms erhöhen oder ist das so gedacht? Wer ist das denn? Neko Nekomaru. Okay. Echter Name Grand Boys Cherry Ludenberg. Außen ist es süß, aber auf der Innenseite schleimig und ekelhaft. Wenn du nicht aufpasst, wird es versuchen, dich zu fressen. Locke es mit Gyoza-Food an und verbrenne es dann mit einer Feuerattacke. Es mag vielleicht wie eine Katze aussehen, aber Katzenfutter funktioniert nicht. Also wähle die richtige Nahrung aus. Neko Nekomaru. Ist das ein Mitglied der Ludenberg-Familie? Also von, Celeste? Hört sich fast so an. Sieht auch ein kleines bisschen so aus, nur halt als Katze. Also hat sich ja durchaus gelohnt, hier nochmal vorbeizuschauen. Aber ey, man sieht hier wirklich fast gar nichts. Wenn ich hier langlaufe, ich höre einen Monokuma.
Ich höre Monokuma, aber ich sehe ihn nicht. Das ist ein bisschen ungünstig. Das kommt von hier, oder? Es kommt von hier. Also ich müsste ja eigentlich sein Auge sehen. Das leuchtet ja so rot. Ich sollte lieber hier die Detect-Fähigkeit benutzen. Also das Mädchen kann hier durch, aber wir kommen doch hier nicht durch. Durch das Gitter. Ja, hallo Mädchen, wir bräuchten deine Hilfe. Es macht hier so einen Kopfstand. Handstand. Whatever. Wo soll ich jetzt lang? Monokuma. Ist hier ein Monokuma? Oder warum hat sie das hier hingezeichnet? Uah. Und vor allem, wer hat das eingezeichnet? Als ob sie jetzt irgendwie mit Farbe dort Monokuma eingezeichnet hätte. Das ist ein bisschen seltsam, aber okay. Folgen wir mal weiter hier den Fußspuren. Ich muss sagen, ich bin jetzt echt froh, dass das letzte Kapitel vorüber ist. Also das zweite Kapitel vorüber ist. Denn ich mag diesen Jataro-Typen echt überhaupt nicht. Der hat mich wirklich mega aufgeregt. Also wirklich mega. Aber auch seine Geschichte ist natürlich durchaus traurig. Was haben wir jetzt hier? Oh no. Socki die Socke. Ich bin so ermüdet. Ich sollte in die Waschmaschine reingehen und ein bisschen Schlaf bekommen. Ja, von mir aus. So. Wo sind jetzt die Fußspuren hin? Ich sehe nichts. Bin ich hier noch richtig? Also die Fußspuren sind auf einmal weg. Habe ich das Gefühl. Hä? Habe ich mich jetzt hier ernsthaft verlaufen oder so? Hallo? Hier müssen doch irgendwo, wenn ich mich einmal hier umdrehe, müssen doch irgendwo Fußspuren sein. Das kann doch nicht sein. Oder hier, warte mal, hier. Also folgen wir jetzt mal hier den Fußspuren so ein bisschen, ne? Da müssten wir eigentlich irgendwo hinkommen. Genau, hier war der Monokuma. Jetzt gehen wir hier rechts. Hä? Waren hier nicht gerade noch Fußspuren? Ach so, hier direkt nach rechts. Okay. Aber hier ist es echt verdammt leicht, irgendwas zu übersehen, oder? Hier komme ich nicht weiter. Ah, hier, warte. Außen rumgehen. So. Was nun? Das Kind hätten wir schon mal. An emergency staircase right here? Thank God! Truly perfect for an emergency like right now! Let's hurry and get out of here! Uff. Toko wurde richtig geowned von dem Kind. Ich dachte immer, die wären freundlich, aber nee. What the hell?